Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Division. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Crazy. Jo, bin da. Und der Revano. Hallöchen. Boxe ja, und heute geht's in die kontaminierte Zone. Und Kontaminierung. Kontaktierte Minute. Und da oben steht Virenscanner-Sequenz starten. Das heißt, das werden diese Virenscanner-Gedöns-Kack sein, wo man hier rumrennt wie in der Beta. Und diese. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Und diese Kästen da. Ich glaube, wir sollten hier nicht reingehen. Alarm. Warum? Doch, wir haben doch schon eine Stufe 2. So, wir haben 4 Minuten Zeit. Diese scheiß Dinger zu suchen. Scannen, brauchen scannen, drei Stück. Scanne. Ich kann nicht da rein, da sterbe ich. Hast du keine Apotheke abgegradet, ne? Ja, hast du treffend erkannt. Hab ich doch gesagt, ich hab nur die eine Dings gemacht. Na, scheiße. Könnt ihr doch trotzdem machen, ist doch kein Ding. Ja, wir beeilen uns. Ist doch kein Ding, Alter. Dann müssen wir jetzt erst Punkte sammeln. Ich hab die zweite schon gefunden. Dass du die bekommst. Ich krieg grad den Loot noch nicht, aber scheiß drauf, leck Arsch. Bist du schon nach oben geklettert? Ja, ich such die Dinger. Ja, ich auch. Der letzte ist ganz oben, glaube ich. Glaube ich. Denke ich mir mal. Da sind ja. Ihr müsst. Ist hier in das Gebäude rein? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ne? Was ich hier ist nirgendwo was? Ah, warte mal, hier kann ich rüber. Ich überleg gerade, wo der. Ach, da oben. Was überlegst du? Wo du bist? Du sollst das Ding suchen, nicht mich suchen. Ja. Junge. so ein Ding, was irgendwo rumsteht. Mhm. Boah, mein Gott, was ist denn das? Jetzt weiß ich, warum wir 3-4 Minuten bekommen haben. Das hat schon seinen Grund. Weil das Ding am Arsch der Welt ist. Wahrscheinlich. Nee, ich gehe nochmal unten. Oder übelst verwinkelt wahrscheinlich, ne? Mhm. Oh, es sind auch noch Gegner. Hm. Scannerhof, ich glaube, ich habe was. Ja. Ah. Kontaminationsscan eingeleitet. Müssen wir nur noch hochladen. Und wie machen wir das? 70 Meter. Ja, da ist doch da Ausrufezeichen, da musst du hin. Bist du ja, da gerade? Okay, dann müssen wir die, ja, dann müssen wir die Gegner besiegen. Komm. Ich höre die Gegner auf jeden Fall, also hören tue ich sie. Muss ich wieder hochkommen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, Flammenwerfer-Typ. Ja, komm. Ja, schieß auf den Tank am besten. Crazy macht gerade Urlaub. Ja, was soll ich machen, ne? Ja. Ich kann dir schlecht mal eben so rein, so. Ah, lala. Ja, warum hast du das denn mit ausgebaut? Gut. Wir haben es doch gesagt, dass wir das ausbauen. Weil eben deswegen. Ich hab doch gesagt, dass. Ich hab doch gesagt, dass ich das eine Ding da ausbaue für 400, aber das. Hast du mir auch nicht zugehört? Siehst du? Aber warum sollte ich denn das machen, wenn ich hier eine neue Stufe kriegen kann? Crazy, du bist dran. Weil ich dadurch ein Erste-Hilfe-Kit zusätzlich habe. Und haben wir auch. Halt nein. Wir haben jetzt 3. Ich habe 4. Ja, das ist natürlich... 2 hast du dann mehr. Nee, 1. Ich habe vorher schon 3 gehabt. Von 3 auf 4 sind aber... von 2 auf 4 sind... von 3 auf 4 sind aber auch bloß einer. 3 hat man die ganze Zeit schon in der Nase. Nee, ich hab 3 hab ich erst bekommen, seitdem ich das ausgebaut habe. Nee, du hast von Anfang an schon 3. Von Anfang an. Bei Revano ist es anders. Das ist echt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich hatte immer 2 da stehen, die ganze Zeit. Ja, weil du sie nicht aufgefüllt hast wahrscheinlich. Doch, ich habe ja eingesammelt. Nee, ich hatte immer 2 da stehen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich weniger. Keine Ahnung. Ah, ich hab was gefunden. Das weil du eine Frau bist wahrscheinlich. Jetzt, aber die Punkte habe ich schon mal gekriegt. Das ist immer gut. Also Frauen kriegen 3 Sachen, das kann sein. Was machst du denn eigentlich da jetzt die ganze Zeit crazy, wenn du nichts zu tun hast? Ich guck gerade, was ich hier neu gekriegt habe. Okay, ich mach fix die ganzen Räume hier durch. Ja, immer cool, ich bin ja eh gerade am rum. Aber ist denn die kontaminierte Zone jetzt immer noch da? Weil jetzt haben wir sie doch abgeschalten. Ja, dann müsstest du jetzt reingehen. Nee, abgeschalten hast du nicht. Du hast nur den Virus gescannt. Ja, kontaminiert ist. Gegner.
Einer mit Schild. Boah, die Explosion habe ich gesehen. Hallo Onkel, ich bin hinter dir. Hey. Und schwer verletzt beim Runterfallen. Mehr du Vogel. Ja, ist tatsächlich noch kontaminiert hier. Cool, ja. Echt cool. Ein Tannenbaum haben wir. Was, ein Tannenbaum? Mhm. Das ist halt die Weihnachtszeit, die kontaminiert wurde hier. Wir sind in der Weihnachtszeit, aber... Also wir haben nur Punkte bekommen, Onkel, 60 für die Feldlazarett und ein paar Erfahrungspunkte, aber ich glaube hier so richtig Items oder so kriegen wir hier nicht. Items? Ja, doch. Items kriegst du. Und du hast auch Dings gekriegt für Medizinflügel, hast du auch 60, glaube ich, habe ich gekriegt. Und ja. XP. Und genau. XP gab's auch. Ja, aber irgendwie hier draußen, hier drinnen findest du aber keine Kiste oder irgendwas. Ne. Mich? Mm-mm. Das ist doof. Bitte. Tja, wieder da. Ja, das war's. Ah, da ist was Grünes. Danke. Rekrutenweste. Ja, weil ich hier die ganzen Gegner platt gemacht habe. So viel zum Thema, aber so viel zum Thema, du musst doch die Leute abschießen, wenn du Loot bekommen willst. Ne, kriegen wir also auch so. Das ist cool. Ja, na schon. Weil ich hab immer keinen Loot gekriegt, wenn ich keinen getötet habe. Er hat einen Hund gekillt, er hat einen Hund gekillt. Kriegen wir wieder ein bisschen Loot hier in dem Geschäft. Loot? Nee, Werkzeug, oder? Elektronikteile. Okay. Ja. Elektronik. Korrekte Scheiße! Piss dich! Das war doch ein Schuss. Ja klar war das ein Schuss, war das sonst? Ja, du hast die Frau erschreckt zu Tode, guck mal wie die guckt. Geht die Tür nicht auf? Nie wieder atmen können. Nee. Nee, geht nicht. Ist kein... Wahrscheinlich okay, ja, dann gehen wir mal zu der Mission, die ich da eigentlich mal markiert hatte, mal so zwischendurch. Die blaue, okay. Okay, da müssen wir doch noch warten. Wir hatten nämlich eigentlich in der Pause ausgemacht, wenn wir jetzt hier... Blaues Technik. ...beide das Ding haben, dann können wir jetzt nochmal durchrushen bei der anderen Mission, nochmal wo wir schon waren, und können den Raum öffnen. Aber... Crazy. Da jetzt Crazy das natürlich nicht hat, dann brauchen wir das gar nicht erst anzufangen. Ja. Blau dann ist machen wir das in den späteren Parts nochmal. Da durchrushen. Blau ist genau Sicherheitsstation. Nee, Sicherheit ist das, ja. Grün ist Medizin, glaube ich, ne? Ja, richtig. Und gelb ist Technik. Ja, das haben wir noch gar nicht. Technikstation haben wir noch nicht ausgebaut. Ach, stimmt, das ist das mit dem Blitz, ne? Mhm, genau, das ist der. Oh, da steht was: Störung des Waffenhandels. Ach, das ist das neue, ja. Das ist hier gleich um die Ecke praktisch. Hier ist noch irgendwas, oder? Ja, hier sind nochmal Werkzeugteile. Ah. Werkzeuge. Oh. Werkzeugteile. Das habe ich jetzt mal nicht bekommen. Okay. Nee, ich habe das auch nicht gekriegt, das eine. Hm. Merkwürdig. Ivano läuft gegen Laterne. Ja, wie im echten Leben. Nee, ich habe geguckt, wo das, was da am Titel ist. Wie im echten Leben. Du musst das nicht immer alles so realistisch gestalten. Ja, hier drin ist auch noch ein Laden, da gibt es bestimmt auch Loot hier. Ich wollte das 1:1 übernehmen, ich renne ja auch immer rum über Autos und schau mir. Jo, hier gibt es auch Loot. Schau mir den Apple Store an hier. Ja. Elektronik. Den Apple Store haben sie aber übernommen hier, der sieht genauso aus wie in echt. Da läufst du auch mal gegen Wände? Ja, aber hier sind noch alle Laptops und so, ich würde die schon alle mitnehmen. Wozu? Den würde ich nicht mehr mitnehmen. Zum Verkaufen. Mhm. Irgendeiner kauft die schon. In der Zeit. Gegen Essen. Bei eBay. In der Zeit, ja. Bei eBay. Bei Amazon reingesetzt, ja. Ich glaube nicht, dass sowas hier noch zählt. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, hier geht nur noch das reinste Überleben. Hier, US Army, das habe ich aber auch noch nie gesehen, ja. Oh. Krass, wie geil. Kann man da durch? Noch nicht. Oder ist hier Sperrgebiet? Nö, ist ja alles ganz... Ja, dann lass uns mal durchgehen. Gucken wir uns mal die Dinger an. Tutti Frutti. Nice. Very nice, guys. Okay, gehen wir weiter. Hier ist ein Wohnwagenplatz. Ne, eine Busstation. Crazy muss wieder klettern. Er ist wieder heute sehr sportlich. Ja, ich will gucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Ja klar, aber da hättest du einfach bloß durch den Durchgang gehen brauchen. Mhm. Nee, das wäre ich kletter gern. Ich finde die Animation so cool. MacGyver. Ist auch nicht. Das ist sowieso in die Richtung. Ja. Welche? So, ja, du. Achso. Was hast du? Dann. Ja?
Aha. Ja, ich hab gesehen am Radar. Oder meinst du crazy? Ja, da steht einer. Ich meine, ist gerade einer aufge... Ja. Hä? Ja, du hast ihn erschreckt mit deiner Knarre wieder. Ne, der ist gerade irgendwie weggeglitten. Oh, warte mal, hier sind Gegner. Ich markiere sie mal. Weggeglitten. Oh, Granate. Ready? Alle warte ready? Warte doch mal. Ich mach ja nichts. Ja, lass uns erstmal alle ein Sichtfeld finden. Ach. Er kommt. Ja, ich hab nichts gemacht, keine Ahnung. Die kommen jetzt auch immer. Die standen jetzt doch einfach dort ohne Deckung. Ja. Ja. Ich aber auch. Mach dir nichts draus. Der Crazy war's. Siehst du, ich stand nämlich hinter der Deckung. Warte mal, hier ist ein Telefon. War doch nur ein Gegner. Wo ist ein Telefon? Hier. Ja. Boah, Alter, bist du blind? Drück da einfach mal rein. Like me am Telefon. Ne, hab ich nicht gesehen. Hey, Kumpel, was ist los? Kevin allein zu Hause. Aufmachen! Polizei! Nicht aufmachen! Wählen 911! Da geht niemand ran! Dad, du musst nach Hause kommen! Ich versuch's ja, aber die gottverdammte Brücke! Sie brechen die Tür auf! Hast du die Pistole aus meinem Schreibtisch? Was? Hol dir die Waffe! Dad! Okay. Ihr habt eine Kiste vergessen. Hä? Ihr habt eine Kiste. Hol dir die Pistole! Ich hab die Kiste vergessen. Ach, hier hinten. Alter. Was? Wo? Da. Ach, hier. Ach, da gibt's Loot. Yes, und was Gutes sogar. Eine Karabiner habe ich gekriegt. Gucken, ist die besser oder nicht, als meine, die ich habe. Ich hab Jagdhandschuhe bekommen. Ich hab grad die Lichterketten abgeballert. Einfach so. Ja, die ist besser als die, die ich habe. Also werde ich die natürlich auswechseln. Ich wollte dir... in die Nasenlöcher schauen. Okay, gehen wir weiter. Was wolltest du? Ja, ich kann doch ranzoomen. Rivalo wird langsam müde, kann das sein? Mhm, ein bisschen. Na, das kannst du dann aber mal komplett gleich mal nach hinten schieben. Mhm. Ist kein Urlaub hier. Nonstop. Kein Ponyhof. Kann da nur am Pennen, weißt du? Nee, ich bin heute schon sehr früh wach. Sehr, sehr früh aufgestanden. Ja, ich hab Gubbel wohl über weite, mein Gott, ich muss morgen wieder früh aufstehen, ne? Sagt der Gubbel, ich so, ja, wir mussten raus, ja, 13 Uhr. Das ist wie bei Gewalt, ja. Nee, nicht bei mir. Diesmal nicht. Klingt wie bei dir. Klingt manchmal, ja. Aber man rennt ist auch nur bedingt schneller, wie wenn du normal läufst, ne? Ja, aber wirklich nur bedingt. Nur so ein bisschen. Ich fest. Der Kofferraum hat mich festgehalten. Oh, jetzt kommen wir zur blauen Mission. Das sah cool aus. Wir sind synchron gesprungen. Wir reden. Eine Versorgungskiste, um die Sie sich kümmern sollten, bevor es jemand anderes macht. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Nachschub, Dingsbums. Erreichen. Oh, Scheiße, schnell. Ein Treffender. Wir müssen erstmal das machen. Was machen? Na, diese Mission hier. Warnung, Bade wird beschossen. Kann man keine Granate runterfällen? Das sind so zufällige Missionen, die Nachschubkisten, scheiße. Ah, oh, jetzt kommen wir da nicht rum. Ich glaube, das zählt sogar dazu, weil das ist ja in unmittelbarer Nähe. Nee, das ist nicht das. Verdammt, wie kommt man da runter? Hier lang? Nee. Ach, hier hinten. Wenn wir nicht alle immer nacheinander immer uns folgen würden, dann würden wir die Eingänge finden. Nee, ich hab ja... Weiß es jetzt. Scheiße, den Schaden. Da müssen wir jetzt einmal außen rumlatschen oder was? Sozusagen. Ach, jetzt lade ich noch nach. Schon ein bisschen assi, was ich hier mache. Ich hab dasselbe gemacht. Ja, schön von hinten. Hinter die Deckung und reingerotzt. Einfach so. Ein Lederhorn. Oh, hier das nächste. Ach, hier hinten oder was? Wo denn jetzt? Ach, wieder hoch. Oder wie jetzt? Nee, hinten lang. Da leuchtet das doch. Warnung, eintreffende Gegner. Ach, da, eben. Vorräte verteidigen. Na, machen wir, verteidigen wir. Kannst du mal so einen Scanner losballern schicken? Oh, das war kein Scanner. Nee, definitiv nicht. Ich hab nur unsere Gesundheit erhöht. Jetzt habe ich gerade auf den Falschen geschossen.
Boah, Alter! Er hat den Onkel geknüppt, der Sack. Mann, Mann, Mann. Knüppel. Knüppel. Ja, die Kiebelmänner, die... sind gut, ja. Die wissen, wie es geht. Achso, wir müssen jetzt im nächsten schon wieder. Wo ist das jetzt? Ach, da oben hier hoch. Das ist schon wieder oben. Nee. Oder? Doch. Ach, nicht, nee. Scheiße, da hinten. Kommen wir jetzt hoch? Da hinten. Wir müssen klettern. Ja. Jum. Oh, nimmt sogar Schaden. Richtig gut Schaden sogar. Aua. Komm, Onkel. Knüppelmann. Halt Viereck. Die Klappe, Knüppel. Revano, Viereck. Was sprichst du? Ja, warte, warte. Ich komm. Revano ist ja wieder. Ja, ich hab doch gekämpft. Ich hab gerade die Granate analysiert. Da kämpfen ich... nennst du das? Naja, der Onkel ist tot. Also, gehe ich von aus, dass wir hier... Ja, der Onkel war tot. Ich wollte ihn ja auch sofort wiederbeleben. Hm. Sofort. Richtiger, ein echter Teamplayer da. Ich hab gerade die Granate im Visier gehabt, da kann ich dir einfach so sagen, ich drücke jetzt Viereck. Na klar. Ich hab die abgeschickt und dann bin ich sofort zu dir gerannt. Das war eine Sekunde später. Und in drei Sekunden hat mich der Crazy. Ja, komisch. Das kann sein. Komisch, dass ich schneller war als deine Sekunden. Du hast andere Sekunden als ich. Game-Sekunden. Boah. Die sind schneller. Achtung, da kommen sie. Knüppelmann. Ich bin hinter dir, keine Sorge. Ich rette dich. Ich muss immer nachladen, das ist blöd. Das ist nicht gut. Das Magazin, abgewöhnen. Das hat ja nur, was habe ich hier? 45 Schuss. Ja, ich habe nur 20. Aber du solltest dir unbedingt angewöhnen, nicht mehr nachzuladen. Freunde zu wiederbeleben? Ja, das mache ich ja. Ehe man irgendwelche Tipps gibt, sollte man erstmal sich in der eigenen Nase kennen. Habe ich doch. Ich soll mir angewöhnen, nicht nachzuladen? Nee, das habe ich mir gerade angewöhnt. Wir haben eine neue Karte oder sowas bekommen und zwar eine Stufe Blaupause. 8 erreicht. Und das ja, auch noch, eine ja. Karte bekommen, klar, eine Karte bekommen. Nee, hier für die Fertigungsstation haben wir eine neue Bauplan bekommen. Das wollte ich sagen. Und zwar für irgendwas. Eine neue Wumme, aber die ist scheiße. Hä? Zwei neue Wummen. Nicht schlecht, Herr Mr. Wumme. Die kann ich wegschmeißen, weil die habe ich ja eben auseinandergenommen. So, die kann auch weg. Eine SMG. Ich hasse SMGs wie die Pest. Ach, so schlecht sind die gar nicht. Ja, die hat, aber nur so ein Mini-Magazin. Guck mal hinter uns, Leute. Da sind ganz viele von unserem Team. Ja klar, die kommen ja, ja, logisch, weil wir jetzt hier den Bereich sozusagen gesichert haben. Voll cool. Haben die gut gemacht hier, dass die Leute dann, das sieht alles so echt aus, so belebt. Ich finde das cool. Okay. Voll nice. Hey, hier sind so, cool Leute, und jetzt kommen. Und jetzt können wir dann die andere Mission weitermachen, die blaue. Alter, wie viel Loot habe ich denn noch? Was habe ich denn jetzt wieder gekriegt hier? Ist das wenigstens was Gutes? Das ist jetzt die Frage. 3,5 Millionen. Onkel, okay, geh mal kurz zur Seite, ich probiere mal kurz was. Ich gehe jetzt nicht zur Seite. Schieß woanders hin. Ich weiß nicht, ob ich dich verletze, wenn ich da drauf schieße. Dann lass es. Nee, das reizt mich jetzt. Wo willst du denn hinschießen? Hier, komm her. Und zwar da auf die Gasbuddel, ob die abgeht wie eine Rakete. Weil die so eine fette lange habe ich noch nicht gesehen. Ja, da gibst du mir auf jeden Fall Schaden. Definitiv. Ist das die dicke? Crazy, schieß mal. Crazy hat anvisiert. Ach komm, ich mache es einfach. Wo schießt du denn hin? Du musst auf die Gas schießen, die ist hier links. Hab ich doch. Warum hast du da? Hast du daneben geschossen? Schieß einfach. Nee, ich will den Onkel nicht verletzen. Schieß jetzt. Ja, jetzt geht's. Oh, hätten wir Onkel. Ihr seid ja solche Helden, oh Gott. Ja, wir müssen ja gucken, was für Bomben das macht. Ja. Ich will alles inspizieren im Game. Ja. Die war geil. Ja. Die Explosion. Das war ein Schweißgerät, ne? Das ganze Schweißgerät ist explodiert. Oh, toll. Ist crazy. Ich bin noch hinter dir. Okay. Bedürftiger Zivilist, ein Müsli-Riegel. Ich habe Erfahrungspunkte für uns. Und er hat eine Maske gegeben, okay?
müssen wir lang? Es ist doof, dass der den Weg immer nur auf der Hauptstraße anzeigt. Ne, wir müssen hier runter, oder? Ja. Echt krass. Doof. Ich weiß noch gerade nicht, wo der Onkel hingelatscht ist. Ich bin schon wieder noch die kleine Schießerei. Siehst du, jetzt zeig ich da auch einen Weg an. Ja. Da war das Onkel. Onkel ist da hinten. Ich bin doch in der Ballerei hier. Wir sind unterwegs. Ah. Wir kommen von hinten. Gab EP. Wie immer Rivano, ne? Ja, immer schön den Hintereingang benutzen. Ja. So haben wir es. Das ist Rivanos Devise. Alter. Ja, was seht ihr, liebe Zuschauer, die wollen immer nur das hören, was sie hören wollen, ne? Also jetzt war es mal so richtig falsch. Ja, deswegen müsstest du ja auch ganz doll spezialisieren, ne? Ja, klar. Und dass man gar nichts anderes raushören kann. Genau. Kleiner Rebell. Frauen haben ja keinen Hintereingang. Nein. Das könnt euch ja crazy angucken, da seht ihr es. Muss aber ja doch, nicht. hier ist eine Telefonaufzeichnung. Telefon? Wer hat einen Telefonstreich gemacht? Erstmal hier über den Zaun. Und ich berühre jetzt. Er kann halt nicht warten, ne? Und jetzt haben wir Cindy am Telefon, live aus New York City. Cindy, was können Sie uns über die aktuelle Lage berichten? Ja, Steven, hier im Lincoln-Tunnel herrscht Chaos. Die Leute versuchen verzweifelt, noch durch den Kontrollpunkt zu kommen, bevor er schließt. Es gibt noch keine offizielle Verlautbarung, wie lange die Sperrung in Kraft bleibt und was die Server für die Leute tut, die zurückbleiben. Viele von ihnen ohne Strom und Heizung. Gelinde gesagt, schlagen die Emotionen hier ziemlich. Unter Funksprüche. Ja, zwei Aufnahmen. Ja. Bitte komm! Für alle multitaskingfähigen Zuschauer, das war für euch. So, jetzt können wir aber hier hoch. Oder müssen wir hier hoch? Ja aber wir. Bevor wir jetzt natürlich. Obwohl, das machen wir noch fix. Weil es ist eigentlich die Zeit um. Ja, machen wir noch fix. Wo sind die? Kommen unten. Hier. Brauch auf jeden Fall eine Waffe mit mehr Kugeln im Magazin. Brauchst du eine Mod? Auf jeden Fall, ich habe nur 20 Schuss. Das ist eindeutig zu wenig. Was ist nur für eine Waffe? Eine gute, die macht sehr viel Schaden, aber ja, anscheinend doch nicht so gut. Doch, die ist perfekt. Traumhaft. Doch, wir können runter. Ja. Bereich gesäubert, gelüftet und zum Offiziersprechen bereit. So, was hast du denn hier schon wieder eine Maske bekommen? Queen Loot wieder. Onkel, warten wir oder kommen wir nach? Ja, wartet bitte mal. Da sind die Feuerwanzen. Onkel kommt. Okay, dann und einmal anreden. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Wir haben es mit Soldaten zu tun. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ja, sie greifen keine JTF-Patrouille an. Nein, überhaupt und nicht. Und direkt kommen sie wieder. Yeah, das ist ein Glücksjung gewesen jetzt hier. Ich habe mal hier die Stellung verbessert. Scheiße, neben gerotzt. Macht nix. Knüppelmänner sind auf dem Weg, Leute. Vogel! Mogul? Vogel! Achso. Oh. Ist auch so ein Mogul, Alter. Weiß nicht, was du manchmal hörst, also. Der Mogul, das ist von den Sinister, von dem Horrorfilm. Mogul, ja. Mogul, nicht ganz Mogul. Komischer Film. Müsst ihr euch mal angucken, ne? Ja, ich hab mir schon angeguckt, das ist total scheiße. Aber okay, ja, guck ich mir nicht an. Naja, ist was anderes, ne? Schon. Naja, wenn irgendwie sagt, der Film ist scheiße, dann glaube ich das auch. Ja, man muss Horrorfilme mögen halt, ne? Ich mag auch Horrorfilme, aber nicht die. Das hat damit nichts zu tun, wenn Film scheiße ist, ist einfach scheiße. Aber nicht die immer wieder das Gleiche sind. Und die sind, das ist genauso ein Horrorfilm wie jeder andere auch. Deswegen habe ich auch bei der Hälfte. Also einfach nur sinnlos irgendwelche Menschen abschlachten. Sozusagen. Ja. Ohne Sinn. Also eher Trash als.
Alles ja, andere. Ist schon besser als Trash, ist er schon, aber. Okay. Kenn ich gar nicht, Trash. Alter, was? Kenn den Film Trash nicht. Scheiße, echt. Hä? Oder ist das kein Film? Oh Gott, Trash heißt Müll. Mann, Trash heißt auf Deutsch Müll. Oh Gott, oh mein Gott, Mann. Also, jetzt mach mal. Nee, stimmt nicht. Gar nicht. Müll heißt Crap. Nee. Trash ist Müll. C-R-A-P. Nee. Und das google ich gleich. Crap ist Umgangssprache. Ist aber auch Müll oder Schrott, sozusagen. Crap. Ja, aber man nennt es im Filmbereich aber Trash. Trash-Film, Trash-Movie. Okay, na weiß ich nicht. Also normalerweise Crap ist Schrott und allgemein für sowas. Deswegen hätte ich das ja, ja, ist allgemein für sowas. Mhm. Ja, ja, mhm. Genau. Crap, das sagt das, man, das hat sich doch nur eingebürgert, sag ich jetzt mal, in der Internetzeit. Also wenn ich, Leute, da sagen die immer, wenn irgendwas kacke oder Müll ist, sagen die immer Crap dazu. Das sag ich doch in der Internetzeit. Ja, deswegen. Und deswegen war Trash mir jetzt nicht so beläufig. Und Trash ist aber da, Trash ist aber hauptsächlich der Begriff bei Filmen. Trash-Movie. Also wenn das kein Begriff ist, dann bist du aber wirklich bei Filmen ganz doll hinterher, muss ich sagen. Es gibt so viele Trash-Filme. Das kenne ich sogar und ich gucke wenig Filme. Es gibt ja sogar ein Genre, das heißt Trash-Movies. Aber okay. Ja, Müllfilme oder was? Das ist vor allem bei den damaligen. Das heißt ja nicht, dass Trash-Movies immer Müll sind, sondern einfach Trash heißt einfach nur billig gemacht und wie damals zum Beispiel diese ganzen Slasher-Filme oder Slayer-Filme. Oder es ja, gibt das so kenne ich auch. Es gibt so viele Zombie-Filme. Du kennst doch diese Zombie-Filme, die aussehen wie B-Movies. Wo du wirklich so denkst, oh mein Gott. Und das sind Trash-Filme zum Beispiel. Oh, günstig gemachte Filme. Ja, sehr günstig. Okay, ja, nicht schlecht. Habe ich wieder was gelernt heute. Ja, das war's, dass oder? Dass du das nicht kennst. Na, alles muss ich auch nicht kennen. Ja, aber ja genau. Und jetzt sind wir schon wieder bei 27 Minuten. Jetzt ist Schluss. Ja, ich möchte jetzt hier abschließen den Part. Und ja, da würde ich sagen, bin ich eigentlich dran? Ja, ne? Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. Glaubst du?